Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Das ZDF ist in akuter Panik und man merkt es sehr deutlich, je näher die Entscheidungsschlachten, die demokratischen Entscheidungsschlachten im neuen Jahr rücken, desto größer ist eben die Angst beim System, beim Establishment. Und das hat vor allem einen Grund. Alice Weidel von der AfD ist gerade dabei, etwas Unfassbares zu schaffen. Und das, was sie da schafft, das findet nun sogar wirklich international Beachtung. Mehr dazu erfahrt ihr im heutigen journalistischen Beitrag. Man hat es sehr deutlich gemerkt. Selbst über die Feiertage konnte das Establishment die Füße nicht stillhalten, denn es ist ganz deutlich, dass die Angst vor all dem, was auch im neuen Jahr schon sehr bald kommen wird, gigantisch ist. Und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat praktisch den Anfang gemacht und hat eine Warnung ausgesprochen. Ich sage es mal so, er hat vor der AfD gewarnt. Wir alle wissen, was er meint, ohne die AfD wirklich namentlich zu adressieren. Aber er meinte, viele Deutsche, die würden gerade eher nach einfachen Lösungen suchen, die würden sich von der Demokratie abwenden. Früher hat Steinmeier sowas übrigens häufiger auch mal direkter auch an die AfD adressiert. Heute deutet er nur ein, dass er eben damit diese Partei meinen könnte. Und da merkt man eben auch, er hat so viel Gegenwind in der Vergangenheit bekommen, dass auch er sich nicht mehr ganz so traut, es auszusprechen wie früher. Aber wir sehen eben dann doch sehr deutlich, was er eben sagt. Er meinte, Deutschland, da wird es uns ja eigentlich allen ganz gut gehen. Deutschland wäre doch eigentlich ein gutes Land und die Deutschen sollten sich gefälligst nicht von der Demokratie abwenden. Und alleine schon diese Chuzpe muss man erstmal haben. Herr Steinmeier, Deutschland ist vielleicht ein gutes Land, wenn man wie Sie über 200.000 Euro im Jahr vom Steuerzahler bekommt. Aber ganz ehrlich, wann ist Deutschland eigentlich ein gutes Land noch für den einfachen Arbeiter? Wann ist Deutschland eigentlich ein gutes Land für denjenigen, der wirklich jeden Tag dieses Land am Laufen hält und dann kaum mehr hat als ein Bürgergeldempfänger mit einer großen Familie? Da muss man doch mal wirklich ganz deutlich sagen, dass sich die Zeiten in Deutschland geändert haben. Und ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich kann dieses Deutschland sei doch ein gutes Land Gerede nicht mehr hören. Denn ja, Deutschland und deutsche Werte sind etwas Gutes, dafür trete ich auch ein. Aber das, was die Regierung aus diesem Land gemacht hat, unter anderem natürlich auch die Merkel-CDU, aber jetzt eben die Ampel, das ist alles andere als gut. Und natürlich ist es auch die blanke Angst, die gerade rumgeht. Das merkt man auch zum Beispiel an schon fast lächerlich wirkenden Warnungen, auch direkt vor der AfD, wie zum Beispiel vom grünen Finanzminister von Baden-Württemberg, der deutlich gesagt hat, die AfD würde ja dem Wirtschaftsstandort Deutschland schaden. Wir alle kennen diese Leier schon, das ist nichts Neues, aber wenn die Grünen es formulieren, dann ist es wirklich eine besondere Dreistigkeit, weil die Partei, die ja nachweislich regiert und das, was wir jetzt haben, eben die Abwanderung von Firmen ins Ausland, die Inflation, die Wirtschaftskrise, die Armut, die all das verursacht hat, die redet also davon, dass andere eben die Wirtschaft kaputt machen würden. Das ist fast schon schizophren. Da muss man schon ganz deutlich sagen, das geht in einer Manier so weiter. Die Angst ist auch ausgebrochen bei linken Journalisten, zum Beispiel bei Sascha Lobo. Und er hat ganz deutlich gesagt, die AfD müsse um fast jeden Preis bekämpft werden. Und da muss ich schon sagen, da sollte man näher hinschauen, weil was meinen diese Leute eigentlich mit fast jeden Preis? Er meinte, ein Verbot der AfD wäre langfristig wahrscheinlich sowieso alternativlos. Und das ist ja interessant, Leute. Steinmeier will also sagen, was die Deutschen machen sollen und was nicht, wem sie sich zuwenden sollen und wem nicht. Sascha Lobo will sogar Oppositionsparteien direkt verbieten. Da stelle ich mal eine Frage. Wer sind diese Leute eigentlich? Warum denken diese Menschen, über andere Menschen entscheiden zu dürfen, was sie zu denken haben, was sie zu wählen haben? Allein schon das ist doch das eigentliche Problem, dass diese Menschen denken, sie wären irgendwas Besseres und sie dürften uns allen sagen, was wir denken, was wir fühlen sollen, was richtig und was falsch ist. Deren richtig ist mein falsch und andersrum, sage ich dazu nur so. Und das ist mein gutes Recht. Aber da kommen wir schon zum springenden Punkt. Sie kommen mit einer Sache nicht klar, nämlich dass sich das Pendel langsam wirklich hier zurückgeschlagen hat, das muss man ja ganz deutlich sagen, und dass die AfD um alles Weidel etwas Unfassbares schafft, was sogar im Ausland registriert wird. Denn ich habe es ja schon in einem Video hier gesagt, Alice Weidel ist in Deutschland inzwischen beliebter als Bundeskanzler Olaf Scholz und auch als alle anderen prominenten Ampelpolitiker, also gerade die großen Minister eben, so wie Habeck oder so wie Lindner. Weidel ist längst vorbeigezogen, was eine wahre Sensation ist, weil Weidel ja überall ausgegrenzt wird, weil sie ja bei der angeblich bösen AfD ist, die ja überall diffamiert wird. Und das wird jetzt auch, Leute, im Ausland registriert. Nein, ihr habt euch nicht verhört. Man merkt es wirklich im Ausland, dass die AfD im Aufwind ist. Und man muss sagen, das international viel beachtete und renommierte Magazin The Economist hat da etwas gebracht. Das ist wirklich heftig. Alice Weidel wird da eben mehr oder weniger gewürdigt, auch wenn natürlich der Artikel relativ kritisch gegenüber der AfD ist, wird trotzdem gewürdigt, dass sie es geschafft hat, eine große Marke zu werden.
Und ganz wichtig, sie wird praktisch als Königsmacherin im Wartestand bezeichnet oder auch als Blue Queen, also als blaue Königin. Und das ist sehr interessant, Leute. Ich weiß ja nicht, ob ihr ausländische Presse auch lest, aber dass wirklich mal eine deutsche Politikerin gewürdigt wird und dass internationale Beobachter davon ausgehen, dass an Frau Weidel in Deutschland kein Weg mehr vorbeiführen wird. Das ist natürlich ein wahrer Schock für die Altpartei. Muss auch sagen, da hat Frau Weidel als Person einfach was geschafft. Sie hat einen positiven Personenkult, nennen wir es einfach mal so, in der Politik geschaffen, den es wirklich in diesem Land nicht so oft gibt. Wir haben ja hier einige Größen im Land gehabt, Leute wie Helmut Schmidt zum Beispiel, die eben groß sind. Und Frau Weidel hat eben das Potenzial, auch in der Bevölkerung eine Riesenmarke zu werden. Das deutet sich jetzt schon an. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Aber ich finde es krass, muss ich sagen, dass Frau Weidel jetzt schon eben hier die Macht zugesprochen wird vom Ausland, dass sie also wirklich ein Machtfaktor in Deutschland werden könnte. Und schreibt auch gerne, fändet ihr das gut? Seid ihr für Frau Weidel zum Beispiel auch als nächste Kanzlerin? Das interessiert mich. Aber gleich zeige ich euch dann etwas Unfassbares, nämlich wie jetzt auch das CDF komplett ausrastet, genau wegen dieser Entwicklung. Aber vorher in diesem Kontext sollte noch etwas extrem Wichtiges. Ihr wisst ja, dass wir in einer Zeit leben, wo andere Meinungen bekämpft und zensiert werden sollen. Das merkt man nicht zuletzt daran, dass der Verfassungsschutz zum Beispiel auf die AfD massiv losgeht, die sich jetzt übrigens auch juristisch dagegen wehrt, was sehr begrüßenswert ist. Aber ich sage klar, das ist eben der Tenor, Leute, wir müssen uns wehren. Wir müssen uns wehren, wenn unsere Meinung unterdrückt werden soll. Und ich blende euch hier etwas wirklich Unfassbares ein, Leute. Ich kann es einfach gar nicht glauben, dass es wirklich munter so weitergeht, dass sich daran nichts ändert. Erst ein neuer, aktueller Kommentar. Da hat ein Nutzer, ein Fan meines Kanals geschrieben, er musste diesen Kanal inzwischen schon zum 9. Mal abonnieren und das habe ich eben dauernd, dass Menschen schreiben, sie werden hier automatisch deabonniert, auf einmal wäre ihr Abo nicht mehr aktiv oder auf einmal wäre ihre Glocke nicht mehr aktiv, deswegen ganz wichtig, Leute, wir können da wirklich zusammen uns wehren, das sieht man auch jetzt daran, dass die Zahlen dieses Kanals wieder massiv steigen, seit ich diese Aufrufe mache, tut jetzt unbedingt während des laufenden Videos noch völlig kostenfrei diesen Kanal abonnieren und völlig kostenfrei die Glocke aktivieren, wie gesagt, warum solltet ihr das jetzt während des Videos noch machen, weil es extrem hilft, dass wir zusammen gegen diese Zensur kämpfen können von Reichweite, dass Menschen eben meine Videos wieder mehr vorgeschlagen bekommen. Und wie gesagt, wann konnte man schon mal so einfach völlig kostenfrei was für die Meinungsfreiheit tun? Deswegen danke an alle, die jetzt neu abonnieren. Aber weiter im Text. Ich habe euch ja gesagt, dass auch das CDF massiv Angst bekommt und massiv Panik hat vor dem, was gerade passiert. Und das sieht man daran, was sie jetzt gebracht haben. Sie haben nämlich gebracht eine Story, sollte man die AfD also verbieten? Mal wieder derselbe Tenor, das kennen wir schon. Und ich muss sagen, das Ganze ist eigentlich als journalistischer Beitrag getarnt, der berichten würde. Aber allein schon der ganze Tenor von dem Beitrag ist wieder so lächerlich für den Rundfunk. Es ist eine einzige Plattform für einen CDU-Hinterbänkler im Bundestag. Marco Wanderheim ist der Name, dürfte ja inzwischen bekannt sein. Und ich sage nur so viel, der Name ist mal wieder Programm. Denn was er hier gesagt hat, das ist unfassbar. Er hat nämlich ganz deutlich gesagt, warum Marco Wanderwitz für ein AfD-Verbot ist. Und die Begründung, die haut mich wirklich um. Er hat gesagt, er würde natürlich hoffen, dass dann die Bürger wieder zurückkommen werden zu den Altparteien und wieder die Altparteien wählen. Und da muss ich wirklich mal sagen, ist das wirklich euer Ernst? Glaubt ihr wirklich, dass wir, wenn ihr die Partei verbietet, die wir demokratisch wählen, wenn ihr also unsere demokratische Willensbildung eben einschränkt, dass wir Bürger dann wirklich zurückkommen und sagen, ja, dann ist ja klar, dann wählen wir wieder euch, wenn ihr die verboten habt, kann man ja nichts machen. Glaubt ihr nicht wirklich, dass spätestens 3 Tage später die nächste Partei am Start wäre, die wahrscheinlich sogar noch mal ein bisschen krasser wäre und es würde euch überhaupt nicht gefallen? Schaltet doch mal euren Kopf ein, bevor ihr sowas formuliert. Das wäre mein Ratschlag, wenn ich hier an der Seitenlinie stehen würde und Ratschläge geben dürfte. Da diese Menschen aber sowieso beratungsresistent sind, kann ich schon so viel sagen. Das ist natürlich Wahlkampf für die AfD, ganz klar. Und das CDF sollte sich hier wirklich mal hinterfragen, warum sie diesem Marco Wanderwitz so eine große Plattform gibt für dieses irrsinnige Vorhaben, denn dass ein AfD-Verbot rechtlich kaum durchsetzbar ist, steht übrigens sogar im selben Artikel noch drin, da wurde auch eine Expertin befragt, dass es extrem hohe Hürden wirklich gibt, deswegen kann ich nur sagen, Leute, sie wollen uns mundtot machen, aber ihr sollt wissen, es läuft gerade wirklich nicht weniger als die politische Wende und im neuen Jahr 2024 bei den Landtagswahlen werdet ihr sehen, was das Ganze bedeutet, aber auch schon eben am 9. Juni bei der Europawahl und deswegen meine Bitte, Leute, teilt dieses Video überall, zeigt es eurer Familie, zeigt es euren Freunden, damit die Menschen sehen, hier ist gerade was in Bewegung. Und ich möchte es diese Analyse wirklich so deutlich sagen, ihr sollt es wissen, diese Leute, sie toben, sie schäumen regelrecht und sie wissen nicht, wie sie ihre Macht behalten soll. Die linksgrüne Szene in Deutschland ist total am rotieren, weil sie überhaupt nicht weiß, was sie jetzt machen soll. Das sieht man so ratlosen Beiträgen, wie eben vom CDF mal wieder von einem Verbot der AfD zu schwadronieren. Das sieht man eben auch ganz deutlich vor diesen ganzen haltlosen Warnungen oder Drohungen gegen die AfD, die überhaupt nichts bringen. Und natürlich muss ich auch sagen, die Regierung hat ja auch berechtigt Angst, so ist es nicht.
nämlich, wenn man sich zum Beispiel gerade die Bauernproteste anschaut, die auch fürs neue Jahr wieder angekündigt worden sind, wo ich übrigens sage, volle Solidarität mit jedem friedlichen Protest in dieser Richtung, ganz wichtig, da muss man wirklich ganz klar sagen, da ändert sich einfach was im Land. Und mit dieser Veränderung kommen sie nicht klar. Genauso wie einige überhaupt nicht damit klarkommen, das wisst ihr, dass ich gerade hier auch auf YouTube wieder so erfolgreich bin, dass so viele Menschen diese Videos schauen und lieben. Danke dafür, Leute. Und ich zeige euch ja hier nochmal, einfach nochmal, um zu dokumentieren, für die, die es noch nicht gesehen haben. Ich habe im letzten Video schon sehr deutlich eben gezeigt, ich habe ja eine Morddrohung bekommen von links. Ja. Da wurde geschrieben, dass man mich eben aufhängen will, dass mein Strick schon bereit liegen würde. Und ich möchte wirklich an dieser Stelle einfach mal von ganzem Herzen Danke sagen, weil als ich das direkt vor Weihnachten bekommen habe, habe ich eigentlich gedacht, Weihnachten wäre jetzt ruiniert für mich und meine Familie. Das wäre alles zu viel, das kannst du doch gar nicht aushalten. Aber was ich danach bekommen habe, wirklich eine Flut von Solidarität von euch allen. Ich habe so viel positive, liebevolle Nachrichten bekommen, so viele Menschen, die wirklich hinter mir stehen. Und ganz wichtig, kann ich auch sagen, wirklich von einem Querschnitt der Gesellschaft. Also ich merke, hier steht wirklich jeder hinter mir, vom Bauarbeiter bis zum Friseur, bis zu Ingenieuren, bis zu Ärzten, bis zu Anwälten. Alle möglichen Leute haben sich gemeldet und da bin ich wirklich extrem dankbar. Und ich habe auch wirklich gesehen, was für einen gesellschaftlichen Rückhalt Never Forget Nikki mittlerweile hat. Ich bin zum Beispiel in Kommentar ein, da hat einfach ein Nutzer auch klar geschrieben, er würde meine Arbeit jetzt erst recht freiwillig finanziell fördern, weil ich eben diesen ganzen Mist abbekomme sozusagen als Gegenleistung. Er würde meine Arbeit mit 30 Euro unterstützen, hat auch geschrieben, vielleicht macht es der ein oder andere nach. Und ich möchte wirklich jedem Einzelnen von euch danken, der meine Arbeit unterstützt. Das ist alles andere als selbstverständlich. Die Möglichkeiten, wie ihr meine journalistische Arbeit freiwillig finanziell fördern könnt, die blende ich euch hier im Video auch ein. Ist auch im obersten Kommentar unter diesem Video auch verlinkt. Und ich möchte wirklich von ganzem Herzen jedem danken, der meine Arbeit jetzt fördert. Ihr macht es damit möglich, dass ich hier diesen Kanal betreiben kann, dass ich diese journalistischen Beiträge so regelmäßig eben bringen kann. Egal wie die Linksgrünen deshalb toben, sie kriegen mich nicht mundtot, solange ihr hinter mir steht. Deswegen danke an alle, die hinter mir stehen und die meine Arbeit unterstützen. Wie ich schon sagte, könnt ihr auch diesen Kanal noch abonnieren und die Glocke aktivieren. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, macht es unbedingt. Nur dann sehen wir uns auch wirklich zum nächsten Video unzensiert wieder, Freunde. Bis dann und ciao.